Hallo ihr lieben YouTube-Friends da draußen, seid herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play zu GTA 5. Ja, ich habe nicht nur Lust FIFA aufzunehmen, sondern auch andere Spiele wie jetzt zum Beispiel GTA 5. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal in das Spiel. Wir haben hier einen neuen Charakter, gehen einfach mal auf Bearbeiten und gucken mal, was wir hier machen können. Und ja, ich werde wahrscheinlich nur online Let's Playen, denn die Story ist ja eigentlich schon ziemlich bekannt und online hat man ja viel Freiheit, irgendwas zu Let's Playen. Das denke ich, deshalb werde ich nur online machen und wir gucken mal, was wir an unserem Charakter stellen können, bevor wir in das Spiel gehen. Natürlich machen wir erstmal männlich, würde ich sagen. Vererbung. Wähle deine Eltern. Violette, Grazie, Olivia, Ashley, Jasmin, Charlotte. Ava, Giselle, Camilla, Amelie. Ja, die sehen irgendwie alle hässlich aus. Sophia ist, finde ich, sehr hübsch. Und Vater Michael, Santiago, Angelslord, Adrian, Alex, Nico, Ethan, Kevin, Gabriel, Andrew, Isaac, Anthony, Juan, Benjamin. Ja, schwer. Aber ich würde sagen, wir nehmen am besten den Claude. Das sieht irgendwie am schönsten aus. Claude oder Adrian? Nehmen wir Claude, würde ich sagen. So, Ähnlichkeit der Mutter. Dann nehmen wir so. Nämlich Hautfarbe nehmen wir die des Vaters. Ja, stimmt, da können wir jetzt mal zurückgehen. Gesichtszüge, Stirn. Ja, das ist was ich überhaupt nicht brauche, sowas. Das ist was mir wirklich richtig egal ist. Aussehen, das ist natürlich was mir wieder sehr wichtig ist. Haare, Iro, modisch, Hipster, Seitenscheitel. Was gibt's denn hier für Möglichkeiten? Was ist das Aussehen? Hey, ich dachte, das sind jetzt die Haare. Ach so, Augenbrauen, ah! Okay, es gibt ja nur das hier. Mal kurz Bikerfrisur, Pferdeschwanz, ne, Fleischstreifen. Gelfrisur ist eigentlich auch nicht so toll. Kurz gekämmt, naja, geht. Stachelfrisur ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Cäsar, Zau, Streetlocks, lange Zottellocken, Surferfrisur. Seitenscheitel, hochgekämmt. Ja, auch gekämmt ist irgendwie so Standard, ne, finde ich. Weil so Hipster ist natürlich auch geil, so ein Hipster-Charakter zu machen, finde ich. Weil das ist Iro auch geil aussieht. Hipster. Oder sind natürlich Seitenscheitel. Also Beigefrist auf keinen Fall. Ich würde sagen, wir nehmen einfach zu Beginn mal. Junge Hipster. Keine Ahnung, findest du wie geil, junge Hipster, oder? Ne, wir nehmen Iro-modisch. Wir können es ja dann nochmal ändern. Seitenscheitel. So, wir nehmen einfach Seitenscheitel. Das lasse ich erstmal dabei. Wir können ja dann noch zum Friseur gehen und die ganzen Haarfarbe und Haare und Augenbrauen und was weiß ich nicht alles ändern noch. Geschwungen. Hoher Bogen. Gleichmäßig. Modisch. Gleichmäßig. Gesichtsbehaarung. Nehmen wir da was? Vielleicht nicht zu übertrieben. Das sieht ja auch schon geil aus, finde ich, gell? Der hat irgendwie schon Zweig, finde ich, der Bart hier. Außer wir nehmen natürlich. Albo, Kutschstoppeln, und glatt rasiert. Sieht halt ein bisschen langweilig aus, finde ich. Das ist auch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Bart. Ich fand den eigentlich ziemlich cool. Was war das jetzt? Das war ungepflegter Bart. Ungepflegter Bart, ne? Den finde ich echt cool irgendwie. So, wir nehmen ungepflegten Bart. Hautreinigung. Masern, Pickel. Erhitzt, pusten.
Da will ich aber eigentlich nichts haben. Das sieht dann echt schrecklich aus, finde ich. Wenn da irgendwas dann im Gesicht so rumhängt. Totaler Kraterlandschaft. Herpes. Nee, ich würde sagen, wir lassen es mal normal. Hautalterung. Nee. Alkoholiker würde eigentlich ziemlich gut passen, finde ich. Gespenstisch, nee, das ist echt ein bisschen zu übertrieben. Äderschen, Totem, fleckig, Alkoholiker, Blut unterlaufen, Sonnenbrand. Lass mir das mal weg, Hautmale. Das ist dann wieder ein bisschen übertrieben, Hautschäden. So was will ich eigentlich gar nicht haben, finde ich. Augenfarbe nehmen wir braun, wenn es es gibt. Das habe nämlich ich auch. Dunkelbraun Augen-Make-up. Oh ja, geil. Wir können ihn sogar richtig hier noch ein bisschen ängstlich machen. Aber ich finde, für einen Mann ist es natürlich schon ein bisschen dumm, sich hier irgendwie natürlich zu schminken oder sowas. Seitdem es gibt natürlich diese. Also schlecht finde ich das eigentlich gar nicht. Lassen wir mal dran. Lippenstift, ja klar, wir werden auch Lippenstift nehmen. Natürlich nicht. Ah, das war's damit. Bekleidung. Straße, protzig. Ja, das hat auch schon Zweck. Party. Ich bin ja auch so ein Typ, der gerne auf Party steht. Also ich mache ja auch sehr viel Party eigentlich. Strand. Knapp. Zu warm, nackte Brust, Flutfälle. Smart. Was Arbeitstier? Sportlich? Ja, das passt eigentlich am besten zu mir, finde ich. Trainer. Ich glaube, die Hose ist sehr kurz. Stimmungsmacher, Trainingsanzug. Athletisch. Sportskanone. Exzentrisch. Ja. Normal. Was ist normal? Einfach. Player. Ja, Player passt natürlich auch, finde ich. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal als Player raus. Nehmen wir irgendeine Mütze noch mit. Yeah, Deutschland. Nee, fast Deutschland. Nehmen wir irgendeine Mütze oder Kappe, irgendwas. Oh, jetzt klingt gerade das Telefon. Ich kann leider gerade nicht dran gehen. Einen Moment mal ganz kurz. Bin wieder da, musst du ganz kurz das Telefon mal weitergeben. Schwarzer Beat-Kopfhörer. Ne, Moment, wir waren bei Hut, genau. Hörer. Also sowas finde ich hässlich. Wir könnten Zylinder auch nicht. Nehmen wir so eine Mütze hier mit. Ne, so eine Kappe würde ich sagen. Nehmen wir doch. Sieht denn cool aus. Wir nehmen aber mal diese LS-Kappe hier mit, würde ich sagen. Brille. Bestimmt auch Style, wenn wir eine Brille aufziehen, oder? Finde ich. Dann sehen wir schon so richtig Babo-mäßig aus. Schwarze Freizeitbrille. Wie gesagt, wir können ihn das Spiel auch dann immer überall noch ändern. Das ist ja nicht so, wie wir dann für immer bleiben. Das können wir dann immer noch ändern später, wenn uns etwas dann doch nicht gefällt. Ja, ich finde eigentlich geht es schwarze Freizeitbrille. Nehmen wir doch die schwarze Freizeitbrille, sonst gibt es hier nichts Schönes. So, wir nehmen die schwarze Freizeitbrille und gehen zurück. Werte.
Okay, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, nämlich was wir überhaupt so für Typen sind. Und das können wir hier eingeben. Und dann tut es natürlich dementsprechend total alles ändern. Aber ich würde sagen, ich lasse einfach mal so, wie das jetzt ist, weil ich habe Angst. Ich habe erfahren, dass sich vielleicht schon der Charakter wieder ändert. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das heißt, ich lasse einfach so, wie es jetzt ist. Lasse ich das einfach. Ja, gehe damit nochmal zurück. Den Rest haben wir ja sonst eingestellt. Und dann gehen wir auf Speichern und weiter und würde sagen, das ist unser Online-Spieler und wir heißen natürlich Leon, ist ja ganz klar. Und damit einmal schönes Foto, zack, tschüss. So, das wäre geschafft. Oh, das sieht schön aus. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sind wir. Geil. Los Santos Polizei Revier Level 1 Leon. Mal gucken, wie es weitergeht. Na, lädt das so lang? Online wird geladen. Möchtest du die GTA Online einfach überspringen? Da würde ich sagen, das machen wir mal. Ja, denn GTA Online ist ja eigentlich klar, was das ist. Du spielst online gegen andere Leute und so weiter und so fort. Die Einführung brauche ich eigentlich nicht mehr unbedingt. Deswegen überspringen wir die einfach mal. Da wird einfach nur alles erklärt, was man in GTA Online machen kann. Und da muss man ein Rennen und so fahren. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, denn wir wissen ja genau, was wir in GTA Online machen müssen. Deswegen überspringe ich das jetzt einfach mal. Wir kommen also direkt hier in den freien Online-Modus, wenn mich nicht alles täuscht. Direkt rein. Wenn ihr diese GTA-Einführung unbedingt sehen wollt, dann müsst ihr mal bei jemand anderem vorbeigucken, weil ich, wie gesagt, habe die Einführung schon mal gemacht und die war nicht unbedingt besonders. Also deswegen habe ich die jetzt einfach übersprungen. Denn wir kommen so in den normalen freien Online-Modus. Oder? Jawohl, hier sind wir. Sehr cool. Du kannst so bis zu 10 komplett anpassende Outfits speichern, während du dich im Laden oder in den Kleiderschrank umziehst. Okay, damit haben wir hier schon ein bisschen Geld, haben wir. 11.000 Dollar haben wir, sind natürlich Level 1 und sehen so aus. Ich finde, das sieht erstmal ziemlich cool aus. Wir haben erstmal nur eine Pistole. Um das Radar raus aus dem Flieger. Das sind Trophäen. Um das Radar individuell anzupassen, kannst du Jobmarkierung ausblenden, wähle Markierung ausblenden, ja, um einige Auswahl an Jobs auszublenden oder drücke Dings nach rechts, um jetzt alle Jobs auszublenden. Okay, damit heißt, wir sind in GTA Online-Modus. Wir können dann später, wie gesagt, noch alles hier komplett ändern. Wo stehen wir denn hier? LPs mit Leon. Wir sind sogar ganz oben mit am Start. Oh, jetzt hängt es gerade. Lol. Bug in GTA. Gut, egal. Viel mehr wollte ich eigentlich schon gar nicht mehr machen in der im GTA Online Part Nummer 1. Einfach erstmal kurz unseren Spieler erstellen. Drive by Chance. Einfach nur ganz kurz unseren Charakter erstellen. Und ja, was gibt es sonst Neues noch zu erklären, was man vielleicht in GTA Online erwähnen soll? Genau, man hat hier Tagesziele, wo man dann Geld für bekommt, wenn man die abschließt. Ist aber leider erst ab Rang 15 freigeschaltet. Das heißt, ich habe das noch nicht. Dann, was ist noch vielleicht interessant? Fahrzeugtüren brauchen wir nicht. Ansonsten gibt es eigentlich noch irgendwas Interessantes zu erzählen. Genau, bevor wir einen Cut machen, gucken wir mal, ob wir uns irgendwelche Waffen kaufen können. Ich bezweifle es ja. Aber wir können ja mal gucken gehen. Und ihr könnt mir natürlich jetzt auch in die Kommentare schreiben, was ich alles machen soll. Also in GTA meine ich jetzt, was man so Missionen, keine Ahnung. Irgendwas schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr gute Missionen habt oder etc. Schreibt es mir einfach rein. Und ich werde dann versuchen, natürlich eure Vorschläge auch zu vollenden. So, gucken wir mal ganz kurz, ob wir uns irgendwas anderes noch kaufen können. Nicht wundern, das ist als mein Handy, was da vibriert. Warum gibt es hier keinen Verkäufer? Okay. Wow. Wieso schießt er auf mich? Ich habe ihm nichts getan. Suchen wir dann mal gerade noch einen anderen Waffenladen, wo wir hoffen, dass da jemand drin ist. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Aber wieso war da jetzt kein Waffentypi drin, ne? Oder gibt es die im Online-Modus nicht? Aber eigentlich doch, ne?
Warum soll es die nicht geben? Hulkshot hat mich fast hier eben schon wieder rasiert, der kleine Chaco. Ich wurde bis jetzt noch von keinen Online-Spielern gekillt. Das ist ziemlich gut, finde ich. Und wie gesagt, ab Part 2 geht es dann richtig los mit GTA. Und natürlich den Vorschlägen, die ihr, wie gesagt, in die Kommentare mir gerne schreiben könnt. Ach, blöder Busmann! Hau doch ab! Ich hab Vorfahrt. Mann, müssen die einem immer im Weg stehen, diese ganzen Autofahrer. Ne? Das ist zum Kotzen. So, vielleicht ist es hier besser bei den Waffenladen. Vielleicht wollen die was verkaufen. Besser als die anderen. Jo, da steht wenigstens ein Waffenverkäufer an der Theke. So, gesperrt, gesperrt, gesperrt. Messer können wir mitnehmen, machen wir. Na klar. Der Rest scheint auch noch gesperrt zu sein. Hier! Okay, hier sind noch Waffen, die wir uns kaufen können. Hammer nehmen wir auch mal mit. Flasche auch. Billigknarre, schwer. Dolch können wir uns auch mal gönnen. Taschenlampe könnte auch immer mal wichtig sein. Ich würde sagen, wir rattern einfach mal unser ganzes Geld runter, insofern wir das natürlich jetzt alles noch haben. Welche Waffen nehmen wir da mal mit? Wir haben noch 2000 Dollar. Dann nehmen wir eine, die vielleicht 2000 irgendwie kostet. Wenn es dafür überhaupt eine gibt. Was ich gerade. Ja, selbst die ist sogar zu teuer. Wobei, es ging sogar. Wir haben also jetzt noch 74 Dollar. Das ist natürlich ziemlich wenig. Die können wir nochmal in Munition investieren, damit wir dann wirklich 0 Dollar haben. Oh, Luxus. Ja, hat auch Swag. Das ist nicht genügend Geld. Achso, der kostet halt so viel, wie ich Geld habe. Okay. Damit haben wir die Waffen auch gekauft, haben jetzt nur noch 17 Dollar. Das war aber mal notwendig, uns mal hier umzugucken, ob wir irgendwelche Waffen kaufen können. Wir können also schon wirklich ziemlich gute und große Waffen kaufen, was natürlich ziemlich cool ist, wenn wir natürlich das Geld erstmal irgendwann zusammen hätten, dass wir uns aber dann demnächst erspielen werden. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, gibt es nichts dazu zu tun. Wir haben ja auch kein Geld mehr, um jetzt irgendwas Großartiges noch zu tun. Deswegen würde ich eigentlich sagen, was ist mit der ersten Folge zu GTA Online? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben. Missionen, Rennen, Deathmatches, egal. Wenn ihr irgendwas cool findet, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und sagt mir Bescheid. Ich werde wahrscheinlich auch mal mehrere Rennen sogar erstellen, wo ich dann live in der Aufnahme das machen werde. Und so fort. Also vergesst das auf jeden Fall nicht. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich doch, um immer auf dem Neustand zu bleiben und keine Videos mehr zu verpassen. Beides würde mich natürlich ziemlich freuen. Und damit bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.